Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Und heute mal wieder eine Folge online. Erstmal den Hund streicheln. Das ist viel wichtiger, ne? So, bevor wir nach den Aufgaben schauen. Und dann schauen wir mal, was machen wir heute? Okay, gegnerische Ringspielercharaktere werden Dead Eye getötet. Das kriegt man hin. Indianer Tabak sammeln. Lagerstile geändert. Können wir gleich. Ratten sammeln. Da bewegen wir uns gleich mal direkt hin. Wölfe. Okay. Kopfgeldjäger. Besuchte. Okay. Aus West Elizabeth zwei Stück. Kopfgeld abgeschossen. Ohne Gegner. Okay. Und eine schwierige. Das wird nichts. Geld verdienen. Versorgungsmission. Unter 5 Minuten. Und was an örtlichen Käufer verkauft. Fossilien finden. Metalldetektor. Zwei Stück. Und drei Sachen von Gegnern ziehen. Das kriegen wir auch hin, denke ich. Giftigen Schwarzgebrannten herstellen und Schwarzgebrannten bevor. Okay, zwei. Ja, das ist viel. Was im Wildnislager machen, die Pheromonnummer und Tarntonika. Okay, dann fangen wir doch mal damit an. Dann ändern wir mal eben hier den Lagerstil. So, what are you after? Ja, komm, nehmen wir mal Standard hier. Und damit ist das erste Gold im Sack. So, dann sollten wir uns noch während der Dunkelheit hinten zur Scheune bewegen. Da werden wir ein paar Ratten finden, hoffe ich. So, kann ich jetzt hier... Ah ja. Ich wurde gefragt, was habe ich eigentlich hier für ein Pferd? Und da sieht man's. Also mein Lieblingspferd ist der Mustang. Da sieht man auch Geschwindigkeit, Beschleunigung, Wendigkeit. Wendigkeit ist Standard, aber Geschwindigkeit und Beschleunigung finde ich schon ist recht gut. Und ihr seht, Ausdauer, Leben, alles voll. Und wer schon ein paar Videos gesehen hat, hat gesehen, der Kollege hier bleibt auch recht ruhig. Bei irgendwelchen Raubtieren. Dann ging es noch um die Fähigkeitskarten. Sage ich auch mal eben. Diese habe ich hier. Ich finde die Kombination ziemlich gut. Ich mache das mal langsam da unten. Dann kann man das lesen. Während der Dead aktiv ist, kannst du Ziele markieren. Das finde ich total praktisch. Ritten verursachst du wesentlich mehr Schaden. So, jeder Schuss, der dich trifft, verursacht viel weniger Schaden als der davor. Und hier, während ich renne, erleide ich auch weniger Schaden durch Kugeln. Das sollte man häufiger wechseln. Das war auch die Fragestellung. Ich mache das ja nur selten. Da wurden ja auch schon ein paar Tipps gegeben, wie man das clevererweise macht. So, hier ist heute nichts. Wie man das halt clevererweise macht. Ah, Indianertabak, ne? Es wächst hier, glaube ich, irgendwo. Da. Sollte ich ja auch sammeln. Also nochmal, ne? Das ist schon clever, das zu wechseln. Ich mache das nur selten bis nie. Da schlägt die Masseträgheit zu. Da höre ich doch schon Wölfe. Denn der Mensch an sich neigt im Normfall zur Trägheit. Ich im Besonderen. Sehe ich noch irgendwo? Was, jetzt ist hier keiner mehr? Ah, hier ist schon mal ein Pflänzchen. Für alle, die neu sind, ich zeige mal, wo das Lager ist. Da ist es nicht. Da ist es. Da sind wir gerade. So, jetzt. Weil mal mit das Pferdchen ran. So, Herr Wölfe, jetzt kommt mal. Ah, da. Moment mal. Wieso nur zwei? Ah, wollte ich doch sagen. Ja, wo ein Witz. So, jetzt rennt uns hier die Zeit davon. Ich wollte doch noch Ratten jagen hier. Und es ist wie immer. Ne? Ich habe das eine vor und das andere passiert.
wir jetzt da drauf. Den anderen einen nehmen wir mit. Der ist schlecht. Ja, der ist auch nicht besser als dann, ist es egal. Und da hören wir wieder den legendären Bären. Das machen wir jetzt aber nicht auch noch. Wir sehen zu, dass wir ein paar Ratten kriegen. Können hier schon mal den Detektor rausnehmen. Wie heute was ist. Wenn gleich die Sonne aufgeht, dann hat sich das hier mit den Ratten nämlich erledigt. Hat es vielleicht auch so schon. Aber das sehen wir jetzt. Ja, hier sind schon keine mehr. Schade, schade. So, irgendwelche Taschentierchen hier. Und besser als nichts. So, dann schauen wir mal eben. Ne, die Einladung nehmen wir jetzt nicht an. Wir brauchen noch einmal Indianertabak. Ratten gesammelt, wäre toll gewesen. Gucken wir mal eben an der anderen Hütte. Da sind ja auch manchmal welche. Oder eine zumindest. Aber das sollen wir heute noch hinkriegen. Narre raus, na? Mal hier. Oh, Arznei kann ich auch nicht nehmen. Ja, dann. Schade, schade. Was habe ich überhaupt noch offen hier? Eine Landkarte. Oh. Mio. Suchgebiet für Vogeleier. Ja, dann machen wir das doch einfach gleich mal. Warten wir über die Bahnlinie dahin. Und holen uns schon mal das und dann wissen wir ja auch, wo die Madame ist. Also ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet, die da gestellt wurde. Gibt auch noch andere gute Pferde, aber ich bin hier mit dem Mustang äußerst zufrieden. Geschwindigkeit passt. Mir ist wichtig, dass er relativ ruhig ist. Aber wenn dann doch mal Raubtiere auftauchen. Dass hier heute keine Sammlerstücke sind hier, das ist ja schwach. Na gut. Dann gucken wir erstmal, wie weit ist hier überhaupt der Kompagnon, ne? Dann könnten wir ja was wegfahren, denke ich, ne? Stocks are looking good. Guess beggars can't be choosers. Wenn wir dann mal eben das Vogelei holen, denke ich, dann ist er auch fertig. Hol mal mir die Post ab. Wollen wir mal. So, wir müssen gleich noch einen giftigen Schwarzgebrannten machen. Schmeißen wir den einfach so weg hier, oder? Was weg ist, ist weg. Oh, habe ich da was erwischt? Jo.
Das habe ich, glaube ich, erwischt. Das war keine Absicht. Da wollen wir es wenigstens immer lösen hier. Und nehmen wir wenigstens das Fell mit. Weiter geht's. Ah, so eine entspannte Runde am Sonntag, oder? Traumhaft. Hier mal um die Ecke gucken. Nee, da ist heute auch nichts. Doch gar nicht. Das ist an den ganzen üblichen Stellen heute nichts zu finden. Auch hier nicht. Schade, schade. Ja gut, ne? Aber es ist ja auch Sonntag, muss man ja auch was zu tun haben. Ein bisschen Glück liegt hier in der Schnapsflasche. Das ist doch ein ganz schönes Stück, ne? Aber was soll's? Ja, da halte ich jetzt nicht mehr drum an hier. So, dann sollte man mal eben hier oben gucken. Hier lag auch schon mal irgendwas. Irgendwann lag hier schon mal was. So, dann haben wir es gleich geschafft hier. Irgendwo hier rechts. Da hinten sieht man schon. Da kann man sehen. Dann haben wir das nämlich auch erledigt hier. Oh, ein Habichtei. So, dann haben wir das auch erledigt. Und jetzt gucken wir mal. Ja, praktisch wäre das, ne? Da mal einmal aufzuräumen. Bock habe ich keinen. So, die Madame ist heute hier. Wissen wir das auch schon mal? Ja, wir sollen ja Gegner plündern, ne? Das wäre schon praktisch hier. Ja, wir können ja mal gucken. Dann haue ich mir aber vorher irgendwie, denke das mal rein hier. Wie komme ich da jetzt am einfachsten rauf? Das hier hinten? Ah, da muss man auch mal gucken, da drunter könnte auch mal was sein, glaube ich. In der Story ist da irgendwie ein spezielles Hütchen. Ich
Muss man doch irgendwie hochkommen. Ja, ist vielleicht auch nur der Wunsch der Vater des Gedanken hier, ne? Immer nicht ganz so schlecht, oder? Und den Rest mache ich zu Fuß. Und das Pferd, denke ich, findet schon irgendwie einen Weg. Und Bewegung tut uns ja gut hier. So, da ist es schon. Ja, würde ich mal sagen, nehmen wir mal die Flinte mit rein, wa? Also, hier ist ein Gesetzloser. Da war ein Gesetzloser. Habe ich also zu lange gebraucht hier. Aber dafür ist hier oben irgendein Sammlerstück. Ja, nehmen wir die Karte doch mit. Und hier ist eine Truhe. Die machen wir auch mal auf. Hier, gucken wir mal, wo sind wir. Genau hier. Und da ist nichts drin. Ja, toll. Nein, nicht, nicht wieder rauf. Runter hier. Ja, schade, schade. Scheint hier nichts zu sein. Gut, dann ist die Frage, was sollten wir noch sammeln? Ich habe es wieder vergessen. Fossilien. Nein, nicht so gerne. Eigentlich mache ich das gar nicht gerne. Naja. Wir können ja erstmal zurück eine Ladung wegfahren. Na, das ist bestimmt irgendein kleines Vieh hier für die Tasche, oder? Ja, ein Vogel, den nehmen wir mit. Warten wir jetzt erst noch ein Stück hier in diese Richtung und dann können wir, glaube ich, gleich ein Lager aufschlagen. Giftigen Schwarzgebrannten machen. Dann noch fünf andere. Na, nicht Schnellreise. Na, den giftigen Schwarzgebrannten. Dann noch fünf andere Dinge. Oh, Dynamit hochexplosiv. Ja. Da machen wir gleich mal was, oder? Sollen ja fünf Dinge, sieben Dinge hier herstellen. Und den Schwarzgebrannten schon mal fertig. Dann hochexplosives. Dynamit. Oh, da ist er. Ja, so Hauruck hier am Feuer damit, das ist ja auch sportlich. Kann dumm enden, ne? Ja, aber das ist nämlich auch schon erledigt. Brandsatz. Ach ja, komm, was soll's denn? Kann man ja ein paar machen. Und dann... ab nach Hause. Geld verdienen. Ah, you're back. So, da seht ihr sieben Dinge in einem Wildnislager hergestellt.
bist der Beste. I'd rather pet a pig. Aber ist eh immer gegen unseren Hund hat hier, oder? Frechheit. Und auch den giftigen Schwarzgebrannten erledigt. Dann fahren wir mal. Was weg. Good news. We have another batch ready for market. Buyers are lined up not too far from here, so all you have to do is head over and make the sale. I just keep surprising myself. And to think my pa said I'd be a drunken hobo my whole life. Ja gut, vielleicht können wir da dann auch Leute looten und finden da was, dann ist es auch gut. Dann wollen wir mal. Bisschen Knete verdienen hier. Und wie immer werden wir gleich abkürzen. Nicht immer dem Navigationssystem trauen. Ne? Abkürzen. Schon mal die Knarre ziehen. Manchmal tauchen dann ja hier schon die Gegner auf. Versuchen einzubremsen. Und ab hier einfach über die Bahnlinie düsen. Uhrzeit. Ah, da könnten wir gleich mal bei der Emerald Ranch schauen, ob wir da einen legendären Bison finden. Ich glaube, hier finden wir gleich noch Indianer-Tabak. Oh, man muss auch treffen. Hier schon mal hin. Dann steht er schon mal passend. Ne? Au. Da seht ihr es auch, wir sollten ja Gegner während Detta erledigen. Dann sollten wir jetzt schon mal 4 Stück haben. Wo sind die anderen Nasen? Oh, da. Da. Ja, heute liegt das Gold ja förmlich auf der Straße, oder? Und jetzt hoffen wir mal, dass sie ein bisschen was dabei haben. Das Abgrasen hier auch lohnt. Ah, da ist der legendäre, keine Ahnung was. V.
vergesse ich ja jedes Mal. Aber da könnte jetzt die Pheromonnummer, wenn wir da oben sind, funktionieren. So, das machen wir mal eben. Auch das hat geklappt. Dann wird es ja heute vielleicht doch noch was. So, dann schauen wir mal nach. Händler können wir gleich eine Versorgungsmission machen, denke ich. Sammlerstücke, Metalldetektor, das kriegen wir auch noch hin. Ja, können wir gleich mal gucken, ob wir was verkaufen können. Das haben wir geschafft und Tarnung, das schaffen wir auch noch. Auf zur Ranch. Schauen wir uns da mal eben um. Oh, ah, ich dachte schon. Oh, hier klimpert's. Sehr gut. Ja, dann werden wir jetzt doch mal gleich eine Karte für Fossilien aufmachen. Oder auch nix. Mau, alles mau. Guck mal, was wir ihm verkaufen können. Goldene Taschenuhr behalten wir ja, ist glaube ich immer noch eine Wochenaufgabe. Dann kaufen wir beim Dynamit nach. Gentle with that. Trust me. See you around. Dass hier an den üblichen Sammlerstellen heute nichts ist. Ach, wisst ihr was? Was soll's denn? So, Landkarten für Fossilien. Okay, das kenne ich. Ah, okay, das ist ja eigentlich okay hier, ne? Das macht, ich muss mal kurz was trinken, einen ganz guten Eindruck. Dann holen wir uns das mal eben hier. Und da seht ihr, es ist Produktion angehalten. Dann können wir gleich die Versorgungsmission starten. Ich denke, Zeit haben wir heute genug. Ja, ach, halbe Stunde, was soll's denn? Heute ist Sonntag. Ja. Da könnt ihr euch ruhig mal eine längere Folge antun, oder? Ah, jetzt habe ich von den Indianertabak da hinten vergessen, an der Station. Ich hoffe mal, hier gucken, ob hier oder was auszubuddeln ist. Was haben wir hier Gutes? Ach, das ist hier direkt. Ja, ja, Kinder, das machen wir mal eben. Da ziehen wir mal durch jetzt, oder? Vielleicht finden wir da noch quasi ein Sammlerstück. Und da ist auch was. Wir haben vorhin gelesen, vom Pferd aus machen wir mehr Schaden. Bleiben wir doch einfach sitzen.
Einfach fest im Sattel. So, wo ist eine andere Ampelmanier? Für die zwei steige ich mal immer ab. Oh, sind drei. Ach, da kommen noch mehr. Das ist ja praktisch. Ja, kommt mal ran, ihr Kollegen. So, ich dachte, das wären mehr. Ach, schön. Sie kommen nach. Na, komm ran hier. Aber dass sie alle keine Sammlerstücke dabei haben, was ist hier los? Das gibt's doch nicht. Wo ist der hin? Ach, da ganz nach unten gekullert da. Ah, da. So, endlich. Und noch Cognac. Wo häng ich denn jetzt hier fest? Was soll das denn jetzt? Wo hängt der fest hier? Seht ihr das? Gibt's doch nicht. Jetzt komme ich hier nicht mehr weg. Das kann wohl nicht wahr sein. Ich kann hier gar nichts machen. Oh Mann! Ja, super. So, dann kann ich hier vermutlich nur auf Respawn gehen. Ja gut, kann ja mal passieren. Ne? Aber die Sammlerstücke haben wir. Habe mich auch gut. Wo ist das Sammlerstück? Man hat es doch vorhin noch gehört. Ich war da nicht, oder? Da ist die Karte. Aber sonst scheint hier nichts Wichtiges zu sein. Dann erledigen wir das jetzt auch noch. Da ist die Destille erledigt. Dann schauen wir mal eben. Ja, das finden wir noch. Ratten finden wir bestimmt auch noch. Wir brauchen noch 5 Stück. Naturkundler, die... Ja gut, das kriegen wir ja hin. Schwarzbrenner. Ja, weiß ich nicht, ne.
Sammler auf jeden Fall, Händler. Ich denke, das erledigen wir auch gleich. Dann holen wir uns jetzt mal eben. Da unten ist eine Fossil. Oh, eine gesuchte Person. Nein. Dann kann ich mir wieder das Fossil nicht holen. Wir holen uns jetzt das Fossil her. Machen dann die Versorgungsmission. Oh, ich wollte gerade sagen, das wird nichts mehr. Machen dann die Versorgungsmission. Schauen dann. Oder wir schauen erst, ob wir da... Ach, komische Geräusche hier. Schauen dann erst, ob wir da die Paratten finden. Denn es könnte jetzt dunkel genug sein. So. Apparat raus hier. Da ist es. Erstes Sammlerstück erledigt. Oh Mann, da sind die nächsten Pfeifen. Nein. Kein freier Lagerplatz. Das ist ärgerlich. Müssen aber zurück, sonst haben wir keine Chance, da Ratten zu finden in der Scheune. Fossilien können wir uns kleiner holen, die rennen uns nicht weg. Da spielt ja die Zeit keine Rolle. Gegner haben wir auch genug geplündert, also. Auf geht's. Das gibt's doch nicht. Muss wollen. Die 40 Minuten sind gleich voll. Merkwürdig. Kein Freilagerplatz, das kann doch nicht wahr sein. Wieso kann man von hier aus keine Schnellreise machen? Das kann nicht wahr sein. Und so läuft die Zeit davon. Das gibt es nicht. Wie soll ich denn sonst an die Ratten kommen? Ganz in der Nähe von Gegnern. Hier sind keine Gegner. Schon bald in der Nähe von dieser komischen Ölquelle sein. Ja, da ist er doch. Ja, da gibt es manchmal auch Ratten. Ja, Da ist schon mal eine. Sonst noch so weggelaufen, Wanderratte. Machen wir wenigstens das schon mal hier. So.
wir schon mal zwei. Endlich. Ab nach Hause. Eben erst die Scheune checken. In der Hoffnung, dass wir da noch eine Ratte finden. So. Jetzt habe ich wieder vergessen, war heute betäubte Tiere wecken? Ich kann mir das nicht merken. Ne, legendäre Untertonik. Ah, okay. Dann über die Munition nehmen hier. So, wichtig ist, dass man nicht durch das Scheunentor reingeht, sondern durch so ein Fenster. Ja, oder so. Aber eigentlich hört man die hier schon piepen dann. Das gibt's doch nicht. Keine Ratte. Hier. Hier ist ein Hörnchen. Gut, dann versuchen wir es mal eben nochmal an der anderen Hütte. Aber wenn ich mir das richtig gemerkt habe, was ja selten ist, brauchen wir nur noch eine Ratte, ne? Da einmal Indianertabak, einmal Ratte. Bisschen Glück ist hier heute eine drin. Und wir brauchen ja nur eine. Nee. Kein Glück. Und dann kommt auch noch Pech hinzu. Ich sehe nicht auch einen Indianertabak. Locker. So, da ist er. Den brauchen wir noch. War das schon mal fertig. Dann den noch im Rhein. Und da machen wir jetzt eben die Versorgungsmission. Können wir auch gut. Nochmal 250 XP. Und vor der Mission pfeifen wir uns das mal im Rhein. Und dann bin ich mal gespannt. Was haben wir zu tun? Okay, apparently my contact has some more goods to trade. Na super. If we can hunt and bring him some birds. I know. Don't ask me what he wants them for. Best just to keep him happy, I reckon. I mean, we need the supplies. I'm sure you can handle that, right? Ja, okay. Das macht nicht so viel Spaß.
Einmal Route an. Und dann gucken wir mal eben. Wo ist der Kerl? Hier. Denn der wird euch nur dann angezeigt, wenn ihr den Truthahn habt. Ich glaube sogar erst, wenn ihr ihn ans Pferd bindet. Aber in der Gegend, in der der wartet, gibt es Truthähne. Und damit wir jetzt hier nicht erst dumm rumsuchen und in die falsche Richtung reiten, geht es direkt dahin. Der Zustand des Truthahns spielt übrigens auch keine Rolle. Fällt ein. Da ist schon einer. Nämlich welche? Da ist er. Oh. So. Und schon sollten wir es unter 5 Minuten packen. Ab jetzt seht ihr, ist es auch gelb markiert. Wir sind gut in der Zeit. Nichts wehen. Da können wir jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Der gute Mann. Nur nicht aus Versehen auf Häuten drücken, ne? Denn der nimmt den nur am Stück. Nach Hause, dann schafft man es wirklich unter 5 Minuten. Ich habe auch schon mal für so einen Truthahn ein bisschen länger gesucht. Aber im Normfall klappt das alles relativ fix. So eine Ratte, also so eine Ratte, das wäre es jetzt noch, oder? Also es ist deutlich, ne? Man hat Zeit satt. Auch erledigt. Something's better than nothing. Zwanzig Einheiten hinzugefügt, also da wieder genug zu tun. Wir brauchen noch 3 Herausforderungen. Das wäre das Beste. Schwarzbrenner. Das wird nichts. Sammler erledigen wir jetzt gleich und Händler könnte man einfach gleich was wegfahren, wie ich ja gelernt habe. Oh, wir haben die Chance. Ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. Boah, ich habe nur noch 10 Minuten. Ja, dann hört die PlayStation auf. Maximum eine Stunde. Wir können jetzt versuchen, den einen Kollegen hier
zu fangen. Und hoffen. Ja. Wir müssen die eigentlich auseinandertreiben. Ja. So, er ist hier vorne. So, wenn wir nur das Pferd. Das ist natürlich nicht die feine englische. Er hätte fliehen sollen. Ich darf ihn jetzt noch nicht töten, ne? Zieh ihn mal ein bisschen hinter mir her. Dann versuchen wir den mal eben schnell zu fesseln hier. Und dann könnten wir es nämlich noch schaffen. Plündern können wir den immer noch. Da müssen wir nämlich nur eben die Fossilien sammeln. Wir sehen zu, dass wir wegkommen. Denn die PlayStation kann maximal 10 Minuten, eine Stunde aufnehmen. Wenn wir den jetzt abgeben und noch schnell die Fossilien sammeln, dann ja, es wird knapp. Aber wir durften jetzt ja keinen umlegen. Und sonst, ja, müssen wir einfach einen Cut machen, das hilft ja nichts, ne? Ja, wenn jetzt hier plötzlich noch ein Schatzjäger wäre, dann muss ich ja nochmal anhalten. Auch die Karte würde ich ja nie einfach, ne, mir entgehen lassen. Aber gleich sind wir ja schon da. Da sind wir schon. God damn, you a son of a bitch. Was man aber nicht vergessen sollte. Ist, ihn noch eben einmal zu plündern. You dumb bastard. Da seht ihr es, die Karte. Muss ich ja nicht entgehen lassen. Oh, jetzt aber. If their neck breaks when you drop them in the cell, it still counts as alive. Nur noch 6 Minuten. Das wird knapp. And this is yours. Oh, gesuchte Person lebendig abgeliefert. Die 4 Dollar bringt's jetzt nicht. Wie habe ich die Kopfgeldjägergeschichte nicht erledigt? Warum nicht? Aber ohne einen Gegner oder Zielperson zu töten. Hab ich. Ist ja komische Dingens nochmal da oder habe ich mich da verhört? Ja, dann hätte ich es mir auch sparen können. So, dann haben wir wenigstens das erledigt. Nein, 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 nicht aufs Pferd. Schnellreise. Für sechs teure Dollar hier. Und die Zeit läuft mir davon. Ja. Da wird's mir nämlich eingeblendet. So, einmal schnell hierhin. Dahin ist es.
Das ist jetzt hier aber wirklich ein Rennen. Gegen die Zeit. Also, mir wird es jetzt oben eingeblendet, die Zeit, ne? Bei 60 ist Schluss, wir sind bei 55, 43. Knappes Ding. Die Mission da hinten werden wir nicht erledigen. Wir ziehen durch, da müssen wir hin. Jetzt heißt es, alles geben. Noch knappe 3 Minuten. Ich arbeite ja ungern unter Stress. Ne? Oh Mann, wo ist das denn hier? Glaube ich, hier im Gebüsch, ne? Ja, hier ist es. Dann haben wir's. So. Null 1, 0 3. 9 Rollen Herausforderung heute erledigt. Und so eben innerhalb der Stunde, denn mehr, wie gesagt, kann ich auf der PlayStation nicht aufzeichnen. Dann ist Schluss, ab zum Lager. Knappe Kiste, die Ratte haben wir nicht. Aber ganz ehrlich, wir können es nicht ändern. So, jetzt sogar noch genügend Zeit, den Hund zu streicheln. Und euch ordentlich zu verabschieden. So, das war die schöne lange Sonntagsrunde. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da. Schreibt bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.